Feiertagsfinish an der Lübecker Wallstraße, Hannovers U23 am Ostermontag bei Phoenix Lübeck zu Gast. Und das Prädikat Spitzenspiel hat diese Partie wirklich verdient. Aber eins nach dem anderen. Rein in die 18. Minute. Der Eckball vom Tabellenführer kurz ausgeführt. Mohamed Damar tanzt sich durch die Reihen des Zweitplatzierten und fällt im Strafraum, weil er vom Lübecker Verteidiger am Rücken gehalten wird. Ob das wirklich so war, ist aus dieser Perspektive aber nur schwer zu erkennen. Der aus Hoffenheim ausgeliehene Damar, einer von 5 Spielern aus dem Profikader von Stefan Leitl, bei der TSG kam er in der letzten Saison auf 6 Bundesliga-Einsätze. Zum Elfmeter tritt der 19-jährige Mittelfeldakteur selbst an, verwandelt souverän und bringt sein Team nach fast 20 Minuten in Führung. Drittes Tor im 4. Regionalligaspiel für Mo Damar, zuletzt traf er gegen Norderstedt. Zum 3:2 Auswärtssieg im März steuerte er ein Doppelpack bei. Die Hausherren spielen eine Top-Saison, stehen mit 3 Spielen und 11 Punkten weniger auf dem 2. Platz und kommen erstmals mit Leander Fritsche vors Tor. Aber kein Thema für Leo Weinkauf im Tor der 96er, 7 Minuten, nachdem seine Mannschaft hier den Führungstreffer erzielt hatte. Die Lübecker wollen den Favoriten in diesem Topspiel ärgern. Die erste halbe Stunde geladen. Schiedsrichter Daniel Piotrowski musste schon 3 gelbe Karten verteilen. Und aufgepasst, hier kommt die nächste Szene. Babic gegen Lübecks Meier. Der fällt und das darf eigentlich keinen Elfmeter geben. Gibt es aber trotzdem. Glück für Lübeck in dieser Situation. Kapitän Johann Berger hat die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß. Und die nutzt er auch mit seinem 5. Treffer. Bringt der 24-Jährige seine Mannschaft nach etwas mehr als einer halben Stunde wieder auf Kurs. Der Elfmeterspiegel verkehrt zum ersten, Damar links, Berger rechts, alles wieder offen. Das 1:1 zur Halbzeit geht völlig in Ordnung. Vor 1300 Zuschauerinnen und Zuschauern liefern sich beide Teams einen intensiven Fight, in dem Lübeck den Takt angegeben hatte. 2 Minuten nach Wiederanpfiff sind es aber die Gäste, die das Tempo vorgeben. Das hier ist der eingewechselte Hüseyin Şakrun mit dem 2:1 für die Hannoveraner. 6. Saisontor für den Außenstürmer, der erst seit Juli für die 96er spielt. Er kam aus der U19 vom JFV Kahlenberger Land. Wenige Augenblicke danach. Die Mannschaft von Daniel Stendel kennt nach dem Seitenwechsel nur noch Vollgas. Und Mo Damar, der drückt hier mal so richtig auf die Tube. Vorbei am Gegenspieler, 1 Meter gemacht und rein damit! 49. Minute. Aus 20 Metern zieht Damar einfach mal ab. Und für Lübeck wird es jetzt mal richtig schwierig, hier wieder Comeback zu feiern. Aber es kommt noch dicker für die Gastgeber. Der Blitzstelle Şakrun. Zu schnell für Iloka und der Iloka hatte doch schon gelb. Schiedsrichter Piotrowski hat keine andere Wahl und zeigt gelb-rot. Hannovers Hüseyin Şakrun einfach zu schnell für Lübecks Verteidiger Ubinar Iloka. Wir sind in der Schlussphase der Partie. Lübeck zwar weit davon entfernt, das Spiel herzuschenken, lässt Hannover aber dennoch die Oberhand bis zu dieser 86. Minute. Das ist Sadrifa mit dem Lupfer und plötzlich ist er da, der Anschlusstreffer. Aus dem Nichts erzielt Waldemar Sadrifa sein 4. Saisontor und die Frage steht im Raum, bringt der Däne sein Team mit diesem Anschlusstreffer nochmal auf Kurs? Der Hoffnungsfunke auf wenigstens einen Punkt glimmt auf. Berger schlägt nochmal die ganz weite Flanke, die findet aber keinen Abnehmer. Es wird nochmal richtig wild in der Box. Schlussendlich entschärft aber Weinkauf und die vollen 3 Punkte gehen an Hannover 96. Nicolas Meyer-Preschani und Elvin Hansen mit dem Mann des Spiels. Ich finde also, dass wir in der ersten Halbzeit gut ins Spiel gekommen sind, meiner Meinung nach, auch von der Trainerperspektive. Aber wir haben halt danach nachgelassen, das war nicht so gut. Da mit 1:1 in die Pause reinzugehen, ist halt ein bisschen auch für den Gegner halt gut. Aber dann halt, die Ansage vom Trainer war halt sehr gut. Dann sind wir halt sehr gut ins Spiel gekommen, mit einer guten Einwechslung. Reingemacht 2:1, dann 3:1, gut. Dann am Ende hin wieder nachgelassen, aber 3 Punkte das Wichtigste. Lars, guter Junge, privat auch gut verstehen, weißt du. Ich bin auch glücklich über ihn, dass er auch den Sprung in den Profibereich geschafft hat. Gestern auch noch seinen Assist gemacht hat, also weißt du, top. Top für ihn. Der Traum von der 3. Liga für Hannovers U23 kann er weitergehen.